Mädel, Leute, es ist wieder soweit, ein neues Unboxing zu einem Game of the Year Anwärter. Wir fackeln gar nicht lang rum, wir machen direkt auf. Zugegebenerweise, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Wann ich spielen werde, steht aber in den Sternen. Es ist Silent Fucking Hill 2, das große Remake. Es ist hier nach 100 Jahren Entwicklung. Und gewissen Shitstorm, ja. Das Spiel hat ein bisschen Shitstorm gehabt. Definitiv, es ist hier unglaublich. Ich muss sagen, nicht ausrasten, ich habe noch nie Silent Hill gespielt. Bis auf den allerersten, da habe ich die PS1-CD hinten rumfliegen. Habe ich mal angefangen. Reihe wollte ich auf jeden Fall mal spielen, habe aber auf dieses Spiel gewartet und warte eventuell noch auf andere Ports oder Remakes oder Remasters oder wie auch immer. Ja, da ist es in der Steelbook exklusiv beim Mediamarkt in Deutschland, glaube ich. Korrigiert mich gerne. Ich habe auf jeden Fall nur ein Steelbook beim Mediamarkt gefunden. Ja, kam gestern schon raus eigentlich. Ist heute am Mittwoch halt da. Ja. Ich würde sagen, ich will einfach mal direkt die Steelbook angucken. Die sieht nämlich super geil aus. Ja, moin, erstmal kaputt machen. Nur mit einer Hand wieder halt, ne? Ist halt ein Klassiker. So. Da ist die Steelbook, sehr schön. Oh, sieht man das? Wie die Fenster hier extra spiegeln. Das sieht man ein bisschen, ne? Hat was, sehr schön. Oh, guck mal hier. Das sieht man normal nicht, auch wenn man nur Licht hier drauf macht. Warte mal. The Door That in. Steht Darkness oder Dark? The Door in the Dark. Opening Night. Darkness, oder? Ich bin blind, scheiß drauf. Hat auf jeden Fall Flair und Stil, das Steelbook. Wir gehen rein. Haben hier natürlich eine Steelbook. Ah, hallo, guten Morgen. Eine 2003er Steelbook natürlich mit Pyramid Head. Kennt man. Auch wenn man kein Silent Hill kennt. Ja. Machen wir natürlich jetzt ordnungsgemäß hier mal das Hauptgame auf. Silent Hill 2. Guck mal auf den Hintergrund. Hinten. Siehst du diesen Ort in deinen ruhelosen Träumen? Oh, ein bisschen Licht, ne? Ja, wird auf jeden Fall ein sehr cooles Game. 55 GB haben wir. Erlebe das Remake eines Meisterwerks des Psycho-Horrors mit hochmoderner Technologie, schauriger Optik und atmosphärischen Klanglandschaften. Nachdem James einen Brief von seiner verstorbenen Frau erhalten hat, sucht er in dem Ort, in dem sie so viele gemeinsame Erinnerungen erlebt haben, nach der Wahrheit, in der Hoffnung, sie noch ein einziges Mal wiederzusehen. Silent Hill. Dort im Nebel vom See findet er eine Frau, die ihr unheimlich ähnlich sieht. Mein Name ist Maria, sagt die Frau mit einem Lächeln. Ihr Gesicht, ihre Stimme, sie ist genau wie sie. Ja, es wird natürlich ein ganz cooles Game. Werde ich aber nicht auf den Kanal bringen, werde ich irgendwann mal die ganze Reihe mal durchfetzen. Also Origins 1, dann das hier, dann 3 durch die HD Collection. Und dann, ja, ich weiß, voll Kacke aufgemacht jetzt, aber egal. Ja, 4. Was gab's da noch? Homecoming, Downpour, alle Teile halt. Da bin ich echt mal aufgeregt. Gucken rein. Ah, geil, es gibt nicht mal eine Bedienungsanleitung. Einfach gar nicht. Aber man kann, das werden wir gleich mal kurz testen, wie in PS2 Malheur, richtig? There was a hole here. It's gone now. Cool Disc. Hat bestimmt für Fans so ein paar Easter Egg Faktoren. Ich mach mal ganz kurz einen Cut. Hier für alle OG-Fans das Original PS2. Ja, Frontcover zumindest. Das hier ist ja das Inlay. Aber immerhin von vorne hast du ein bisschen Original-Vibes, definitiv. Finde ich ein nettes kleines Ding. Für Fans auf jeden Fall. Aber das neue Cover sieht auch sick aus, oder? Seid ehrlich, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde die Disc diesmal nicht einlegen, weil ja, ich das Spiel jetzt nicht installiere direkt. Aber
Ja, so um die 50, 30 bis 50 Gigabyte hat es auf jeden Fall. Ja, das war es eigentlich schon im Unboxing. Gibt nicht viel zu sagen von meiner Seite aus. Ja. Geiles Game, ich freue mich jetzt schon. In dem Sinne, wir sehen uns heute Abend bei Yakuza wieder. 20 Uhr, Yakuza 8 auf meinem Kanal. Let's go. Oder für die, die es danach gucken, irgendwann abonnieren. Coole Streams kommen gelegentlich. Tschüssi.